Herzlich willkommen zurück zu Kirby und das vergessene Land. Splash zum letzten Part des gesamten Let's Plays. Auf jeden Fall ganz kurz Schritt für Schritt bewege die Treppen. Treppenstopper Schatz 1,45. Denn ich habe ein bisschen Off-Cam gefarmt. Ich habe irgendwas mit 13.000 Münzen und 12 Juwelen. Ich habe das Meta-Night-Turnier die ganze Zeit gemacht, Leute. Deswegen. Joa, ein bisschen. Ja. Gefarmt habe ich. Aber ist ja okay. Ich meine, das könnte halt sein, ist wirklich der letzte Part. Deswegen muss man irgendwie. Hä? Kann man die irgendwie drehen? Nee. Okay, warte mal, Leute. Da verzweifle ich gerade. Also, wenn ich das so machen muss, wäre ich so. Au, das ist ein Rätsel, fällt mir. Au. Ja, das ist ein Rätsel. Das ist ein Rätsel. Na gut, da werde ich euch gleich einfach den Versuch einblenden in Final. Weil ich ja wie immer die Bestzeit haben will. Ja. Das ist ein Rätsel. Okay, das finde ich nice. Auf jeden Fall, ich werde euch auch heute den letzten drei Hallräume zeigen. Das heißt, das war's. Eventuell wirklich mit dem letzten Final Versuch. Und ich habe hier keine Ahnung, wie ich agieren soll. Ich habe keinen Plan. Kein Plan hier. So, dann. Nach da oben. Dann so. Ich habe wirklich keinen Plan hier. Dann. Ja, das da auch nach da oben. Okay, das werde ich niemals in der Zeit schaffen, erstens. Das. Außer danach kommt das Ziel. Dann könnte ich, weil ich mich echt doof angestellt habe, es noch irgendwie im nächsten Versuch schaffen. Weil hier hinten ist ein Schalter, Leute. Hat man jetzt vielleicht mit der Facecam leider nicht so gesehen. Ja, wenn da oben jetzt Ende ist, dann ist das noch, glaube ich, halbwegs fair. Oh, meine Nase juckt. Das ist gerade blöd. Ja, Leute, wie gesagt, ich werde das versuchen. Die Hallräume werde ich euch auch noch alle zeigen. Und es ist sogar noch knapp gewesen, obwohl ich mich richtig dumm angestellt habe. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt gleich beim Final-Versuch. Ich weiß zumindest jetzt, wie es geht. Und meine Nase juckt immer noch. Was ist das für eine blöde Sache? Zum Beispiel, ich habe jetzt 14 Juwelen. Und wie viel Geld habe ich da? 13.000. Okay, wir sehen uns gleich wieder beim Final-Versuch.
Wow. Das ist echt knapp. Habe ich mein Mikrofon an? Ja, habe ich. Weil ich mache das immer aus, weil ich dann meine Ruhe brauche und so. Ich hoffe, ihr versteht das, Leute. Aber das war echt, das war knallhart. Da die Bestheit rauszuholen, wow. Ich weiß nicht, es kann sein, dass es halt nichts gibt, aber für mich ist es halt auch wieder so eine Herausforderung, wo ich meine, ja komm, das ist für mich selber. Ich möchte hier die Beste haben. Und ich weiß, dass hier noch irgendwo eins ist. Ah, hier könnt ihr es mir vorstellen, oder? Nee. Irgendwo hier müsste noch eine Straße der Galaxie sein, Leute. Also laut Bild und laut der Leitung oder... Nee, hier ist eine Münze. Hier. Ja, hier. Safe. Nee. Dann hier. Nee, hier muss doch irgendwas sein. Müssen Fahrradkette, oder? Wie heißt das Sprichwort? Ich weiß es nicht, Leute. Hier, oder? Nee, auch nicht. Na, hier vielleicht. Warte mal, ich schau mal jetzt mal ganz kurz nochmal nach. Ja, gibt's noch nicht. Hier. Jawohl, ich wollte gerade schon sagen, ich mach wieder einen Cut und so. Straße der Galaxie. So, was könnte das denn sein? Glühbirnen. Natürlich werden die Glühbirnen noch nicht leuchten und suchen im Geisterlabyrinth 1. Den, Junge, das hatten wir halt wirklich noch nicht. Wie ist mir das nie aufgefallen? Wir hatten halt kein einziges Mal die Glühbirne. Oh, das wird ein Labyrinth. Ich hab's schon gesehen. Okay, da ist immer ein Pfeil. Okay, 1-10. Ich glaube, das könnte echt... Diesen Trick habe ich euch schon mal gezeigt, Leute. Das ist dieser Trick, da macht man einfach nur einmal so und dann... Schade. Na, 1-10 ist sogar eigentlich, glaube ich, echt gut. Ah, okay, ich habe aber gesehen, wohin. Na gut, wenn man das jetzt auswendig lernt, ist es eigentlich auch recht einfach. Hä? Nein, da vorne! Man muss da vorne! Was für ein Asi-Soziales. Okay, Leute, ich mach nochmal. Weil ich möchte eigentlich jetzt nicht mein Leben verlieren. Ihr versteht, Leute, oder? Weil ich habe das seit der Arena, weil... Durch die Arena, ich nehme meistens die Schlaffähigkeit, wenn da der Hammer ist oder so, weil durch den Schlaf kriegst du entweder doppelte Geschwindigkeit, doppeltes Leben oder doppelte Angriffskraft und dann denke ich mir so, hey, das ist ja kostenlos und daneben ist eine richtig geile Fähigkeit, die ich mal nehmen werde. Also, hey. Also, ihr versteht, Leute, oder? Zum Beispiel wissen wir jetzt auch, dass wir hier hin müssen. Ja gut, es ist halt jetzt wiederum ein bisschen einfacher. Aber zum Beispiel wissen, dass man hier hin muss. Und da ist safe das Ende jetzt. Safe. Ja. Ist easy. Also wenn du es einmal weißt, dann war es das. Oder? Kannst du eigentlich im ersten Versuch kaum schaffen, außer du weißt halt, okay, 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 so, so, so. Und jetzt haben wir sogar alle Straße der Galaxie, oder, ach, Straße der Schätze, Mann, ich mag den Namen Straße der Galaxie einfach besser. Unser letzter Stern in der Straße der Schätze, so. Du hast unter Einsatz deine speziellen Power-Ups, sämtliche Straßen der Schätze abgeschlossen, als Belohnungsbild so eine besondere Figur. Bestimmt irgendwie so Schätze oder so. Ja, dachte ich mir schon. Meister der seltenen Steine. So viele Prozent haben wir. 96. Okay, jetzt hat nochmal richtig reingeballert. Na gut, Leute, dann sehen wir uns aber beim bei den drei Hallräumen. Es gibt drei. Wir sehen uns gleich beim ersten. Der ist in der
Ich kann euch ja aber ganz kurz zeigen, wo der ist. Und ich mache das Level offscreen, weil das euch immer zu zeigen ist unnötig und Zeitverschwendung. Deswegen, ich opfer meine Zeit, um das euch reinzuschneiden. Wir sehen uns dann gleich in diesem Level bei denen. Bei diesem Level beim Hallraum. Bis gleich. So, Leute, hier wären wir. Und guck mal da hinten. Da ganz, ganz hinten. Was da ist. Und ich habe noch gesagt, da oben muss irgendwas sein. Da muss irgendwas sein. Kann ich ihn nicht kaputt machen? Sollte doch funktionieren. Ja, das geht. Okay. Achso, aber das da hinten. Ah, wie geil. Da hinten ist das. Ah, okay. Lol. Okay. Auf jeden Fall hier ist der erste Hallraum. Und ich habe noch gesagt, da oben muss irgendwas sein oder so. Ich habe hier Angst, hier runterzufallen. Oh, man geht hier hoch. Und dann landet man dort oben. Und was ist da natürlich? Ein... Nix. Och. Ah, man kann rutschen. Oh mein Gott. Es gibt Rutschen. Okay, das hätten die eigentlich noch im Spiel einbauen können, fällt mir auf. So, Leute, hier wäre dann der erste Hallraum. Juhu. Natürlich gibt es hier auch sehr viele Sachen noch. Doch, ich nehme die Tornado-Fähigkeit mal ganz kurz dafür, weil... Ja, eine Figur, die können wir noch einsammeln. Wir müssen ja eh noch alle ein bisschen einsammeln, von daher. So, dann gehen wir hier hoch. Let's go, einsammeln. Eine blaue Münze auch noch, schön. Und dann wäre es das auch mit dem Hallraum hier. Ich denke mal, da hinten geht's zurück. Dann würde ich euch sagen, wir sehen uns... Obwohl, warte mal, ich will euch eigentlich zeigen, was ich in der Kapsel gefunden habe. Wenn was Neues drin ist. Und sonst sehen wir uns dann gleich beim Vergnügungspark. Ja, irgendwie da so. Ich muss gleich nochmal nachschauen, aber im Vergnügungspark in Vondaria. Und kriegen wir eine neue? Ja, wir kriegen eine Eis. Okay, jetzt sehen wir. Und wir kriegen noch einen Pixel. Okay, jetzt sehen wir uns in der Vondaria Park. Den Levelnamen und so werde ich gleich nochmal sagen. So, Leute. In diesem Raum habe ich auch schon mal in der Vergis-Dimension schon mal angesprochen, dass es hier ein... Naja, wie soll ich sagen? Ein... Ja, ein außergewöhnlicher ist. Sagen wir mal so. Weil wir jetzt hier, glaube ich, 86 Sekunden warten müssen. Ja, 86 Sekunden. Ja, ihr hört es richtig. Über eine Minute warten. Ja, geil. Es hat irgendwie, glaube ich, eine Bedeutung. Ich weiß zwar nicht welche, aber... Aber ja. Ja, auf jeden Fall. Danach haben wir noch in der Lava-Welt, also ich glaube, feurige Lande, haben wir dann in der Fabrik noch einen letzten Hallraum. Und danach werden wir wirklich, das kann ich ja mal so sagen, Ende haben. Das heißt, wir machen die letzten Figuren, versuchen wir zu sammeln. Und ich darf jetzt eigentlich nicht verkacken, weil darauf habe ich eigentlich echt keine Lust. Wie man darauf kommen soll, ja, kein Plan. Wie gesagt, es ist, hat irgendeine Tradition in Japan oder so, Tokio. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe es auch nur gehört. Wir haben erst die Hälfte rum. Währenddessen kann ich mal ganz kurz sagen, ich habe auch sogar ausgerechnet, wie viele Münzen ich brauche, um alles zu haben hier auf dem Papier. Ich brauche 6410 Münzen, um alle, wenn ich jetzt bei jedem Zug eine neue kriege, zu bekommen. Natürlich habe ich alles eingewähnt und so. Oder war es 68? Oh, scheiße. Okay, 86. Ich dachte schon 68. Hat irgendwie so passt auch. So, dann sieht man hier
Kontrollräume. Nochmal eine Figur. Dann nochmal eine 10er-Münze. Kleiner Raum, finde ich, weil hier gibt es nur eine Figur und ein paar Münzen. Aber okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim letzten Hallraum. Wir sehen uns. So, Leute, hier wären wir auch. Ich mache das jetzt am Anfang an, weil das so gesehen eh jetzt in den ersten, sagen wir, Minute jetzt passiert. Der Secret Exit, wollte ich sagen. Dieser Hall ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber er verdient, dass er auf jeden Fall hier drin ist und so. Hier werde ich gleich einfach rüberfliegen. Zum Beispiel, ich werde auch gleich eine Fähigkeit auch nochmal ein bisschen verbessern. Ich will sehen, was nach Sternchen, also plus 1 kommt, also halt, sie ist das. Sehen wir gleich noch herausfinden. Und nämlich, das ist auch ein bisschen schwer herauszufinden, meiner Meinung nach, das herauszufinden. Aber wir müssen jetzt noch weiter hin. Jetzt hier rein. Ja, ich glaube dann hier nochmal rein, um einfach zu aktivieren oder zu 100% sicher zu sein. So, nehmen wir noch eine Figur mit. Ich glaube, ich verlasse eh das Level meistens danach, damit ich jetzt nicht nochmal 5 Minuten extra habe. Und dann wisst ihr, ich glaube, ihr versteht, oder? So, ich glaube, jetzt müssten hier hinten... Nein, noch nicht, aber... Okay, da ist blöd gelaufen. Weil da hinten müsste jetzt, glaube ich, irgendwie Münzen aufgetaucht sein. Ob es wahr ist, weiß ich gerade nicht. Wenn nicht, dann werde ich das hier wahrscheinlich nicht zeigen. So, aber als ob hier wirklich nett sind. Jawohl, hier ist doch noch was. Hier sind jetzt Münzen aufgetaucht. Und jetzt muss man sich denken, hä, diese Leiter, die war da vorher nicht. Ja, eben. Jetzt muss man dann nämlich hier rein, hier lang auf die Röhre. Und genau jetzt hier hoch. Schon echt fies, muss ich sagen. Also, es ist so wie der Secret Hallraum in Kirby Star Allies. Wo man zum Richie Wood muss, ihn anschauen muss oder kurz davor und dann wieder zurückgehen müssen. So ein Secret ist es. Finde ich schon echt fies, finde ich. Aber es ist auch ein guter. Hier ist ein L. Hier ist das A. Und hier ist das... Ja, L und A. So. Hier taucht ein Snackautomaten auf. Deswegen, ja, wieso wohl? Weil wir das hier nur kaputt machen können somit. Ob da was Wichtiges drin ist, ich weiß es nicht. Ich denke nur Geld. Mehr das sein irgendwie. Na. Oh! Nicht mal. Hier sind eine rote Kapsel, eine 3-Sterne-Kapsel. Und dann ist hier nochmal eine 2-Sterne-Kapsel. Ja, ist alles okay. Also wer ein bisschen braucht, kann immer mal den Heuräumen machen. Ich habe euch jetzt sie gezeigt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der Stadt. Beim Kapseln kaufen. Wir sehen uns gleich in der Waddle-Dee-Stadt. So, Leute, hier sind wir in der Waddle-Dee-Stadt. So, und nun bekommt das größte Opening, was ich jemals gemacht habe. Die ganzen Kapsel, Verkehrskegeln. Ich brauche davon noch 10 Stück von denen. Okay, Fallschild habe ich, okay. So, Ramse habe ich auch schon 3-mal. Oh Gott, das wird so triggern. Ein Growdown, okay. Oh Mann, also ich weiß, das wird 10 Jahre dauern. Das wird safe 40 Minuten dauern. Eine Mandarine. Ein Link Kirby. Ein Sir Kibble. Ein Kanonor. Eine blaue Starcoin. Oh, jetzt sage ich schon blau. Ein Sharpnai. So, was ist denn hier? Nochmal ein Schwert, Kirby. Als ob, den hat sich doch gerade erst gezogen. Eine Kirsche. Lass mal sehen. Noch 2 Stück, Leute. Noch 2 Stück. Dann habe ich die ganze Serie vervollständigt. Ding. Superkraft-Lolli. Oh, der heißt nicht... Oh, der heißt Superkraft-Lolli. Okay. Ein Sternblock kommt jetzt. Kommt der letzte.
Komm, jetzt ist der Letzte. Komm, komm. Komm, jetzt der Letzte. Ich habe keinen Bock, 10 Millionen Münzen hier auszugeben. Ein Kabu und ich habe alle hier. So, jetzt begonnen hier. Und jetzt. Das ist so ätzend hier. Ein Phantasama. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen werde. Ob ich das jetzt gleich vorspulen werde. Oder je nachdem. Es ist halt echt nur noch das da. Ja, auf jeden Fall... Sonniger Fahranzug, okay. Auf jeden Fall, Kirby neigt sich in die Ende, wie man hier sieht. Falls ihr Ideen habt für neue Games, für Let's Plays, die ich vielleicht noch anfangen kann. Oder wenn ihr Bock habt auf ein weiteres Kirby nach diesem Let's Play. Ob ihr ein Mario-Game, ob ihr irgendein anderes Game sehen wollt. Das könnt ihr auf jeden Fall in die Ideen schreiben. Oder in den Kommentar schreiben, was ihr so sehen wollt. Oder was so eure Ideen sind, was ich Let's Playen kann und so. Das könnt ihr gerne lassen. Denn es kann sein, dass es, wie gesagt, der letzte Part wird. Und das war's dann. Eine Milchflasche, okay. Oh Gott, das sind ja auch noch so viele. Ja Gott, oh Gott. Ich bin da arm, Leute. Na gut, Leute, ich glaube, ich mache das jetzt bei euch im Schnelldurchlauf. Ich glaube, wir sehen uns dann, wenn ich da irgendwie mal die ganzen habe. Also, für euch wird das vorgespult. Ich darf das jetzt alles ertragen. Wir sehen uns gleich. Dann so, ja.
So, Leute, ich bin wieder da. Ich, ey. Boah, Junge, das sind bestimmt 20 Minuten, die ich jetzt verbraucht habe. Ich habe alle. Bis auf eine. Aber diese eine werden wir uns hier holen. Da ich das als spannendes Moment live miterleben will. So. Okay, dieser Typ ist ein Arsch. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Aber ich dachte, er macht immer welche, die ich noch nie habe. Aber nein, natürlich. Ich habe jetzt einen Stern kostenlos ausgegeben. Weil ich dachte, er gibt mir eine Figur, die ich immer nicht habe. Das wäre eigentlich auch sinnvoll gewesen. Aber wehe, ich muss jetzt nochmal einen Timeskip machen, damit ich diese blöde Figur bekomme. Kann ich überhaupt bekommen oder muss ich noch irgendwas machen? Ich kann die noch nicht mal machen. Mit 99% safe, oder? Ne, 96. Aber wie kriege ich das denn? Jetzt habe ich meine unnötige Zeit vergeudet. Aber ich habe doch alle, oder nicht? Habe ich echt nicht alle? Wie denn dann? Also sonst google ich gleich mal alle nach. Also von mir aus. Hey, hier ist ja die Straßenmühle. Die wollen wir uns nicht... Ach so. Als ob ich jetzt nochmal 1000 Münzen hier reinwerfen darf. Ey, die ziehen mein Geld hier ab. Und jetzt kriegen wir Safe, wie heißt das, so einen besonderen Song, kann das sein? Ja, da Lied Nummer 52, ich sehe es doch schon. Dass die neue Lieder wurden zum Besten gegeben. Du willst mich jetzt verarschen. Ich darf gleich wieder Münzen farmen. Nein, jetzt sag nicht, ich darf halt nochmal Münzen farmen. Ey, dann raste ich aber ein bisschen aus, Leute. Dann ist das wieder so, ich brauche gefühlt 50.000 Münzen, um das ganze Game abzuschließen. Als ob, nein, das tun mir die Leute nicht an. Ja, bitte nicht nochmal 5.000 oder 3.000, dann gehe ich bitte. Dann farm ich nochmal für 10.000 Münzen. Bitte, bitte Schluss, bitte. Ja, wir haben alle. Lied Nummer 80. Na, mein neuer Lied hat zum Besten gegeben. Jawohl. Ach du meine Güte, Köppi, sieh nur, die wollen, die haben uns als Dank für unsere Geschenke eine besondere Figur geschenkt. Die Straßenbands. Die Waddledees. Figurensammlung komplett. Alle Wohnungen für das Video. Ab sofort eine besondere Musik gespielt. 100%! Ich hab Mikro wieder an. Ja, ich bin da ein bisschen. Ja, egal, wir haben 100%. Und jetzt? Also ich mag die Musik in Kirby. Aber jetzt kein Geschenk? Nicht? Herzlichen Glückwunsch! Oder wenn ich jetzt nochmal reingehe und raus? Ja, Geschenk. Okay, eine enttäuschende Belohnung irgendwie.
Ich meine, wir haben alle Figuren, alle verdammt von normalen Figuren gesammelt. Naja, gefühlt die Hälfte gekauft. Naja, Leute, war's dann mit Kirby? Das war's dann mit Kirby. Ich will nochmal ganz kurz was schauen, was passiert, wenn ich den nochmal upgrade. Ich weiß gar nicht, das passt gar nicht eigentlich zu den letzten Part. Ich weiß, aber ich will das schauen. F plus 2. Und das geht jetzt so weiter, oder wie? Ja. Na gut. Egal, dann, ich glaube, irgendwann, wenn man höher ist, kriegt man so Bumerang und Stern. Und Stern ist das Beste. Ja, Leute, dann war's das halt. Mir hat das jetzt für diese Riesenfreude gemacht, ganz ehrlich. Ich werde es vermissen, ganz ehrlich. Es ist... Kirby ist eh so ein Game, was man sich immer wieder spielen kann. Immer wieder anschauen kann. Ich meine, ich will ja auch noch irgendwann die anderen Kirby-Games let's playen. Aber irgendwann anders noch. Na, hier ist auch nichts mehr. Und hier sind unsere Bilder. Unsere Bilder, die wir haben. Auch weil wir die holen. Ach, hier ist das nächste Bild drin. Hier, das 10. Bild. Alles 100%. Ich würde sagen, ich werde mich wahrscheinlich verabschieden. Vielleicht sehen wir uns nochmal in einem Bonus-Part, wenn ich alle Figuren vorlese. So Stream, dann Spaß. Aber es ist vorher erst Schluss. Falls ich irgendwas noch entdecke, werde ich entweder vielleicht ein kleines Video dazu noch schneiden. Oder nicht. Dies, das, tralala. Aber ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr das ganze Let's Play angeschaut habt. Mir hat es richtig Freude gemacht. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Wie gesagt, Spielideen gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns beim neuen Let's Play. Ja. Ciao, ciao.